Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Salvete Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Attila mit mir, dem Antigone, auch bekannt als Günther Shadow und den mächtigen Sachsen. Wir sind gerade dabei, gegen die Ebdani weiterzukämpfen, immer noch, müsste ich eigentlich sagen. Und wir versuchen sie jetzt mal hier in der Nähe zu stellen. Vielleicht kriegen wir das sogar noch hin, das wäre ganz, ganz hervorragend. Ich rekrutiere mal schnell noch hier 3 Speerkämpfer. Einfach nur, um mein Geld noch zu verpulvern, was ich noch habe. Muss mal schauen, was sagen so meine... Agenda, du sollst ja eigentlich hier noch die Korruption reduzieren, was du irgendwie nur so halbherzig erledigst. Okay, okay. Moment, da habe ich was gesehen. Ja, auch bei dir pushen wir mal. Ja, wir pushen mal das hier weiter. So, dann gucken wir mal. Eomer ist... Der Typ ist wieder voll da, ne? 54, aha. Ja, wir könnten mal mit dem Knaben einmal hier rumschippern. Ich meine, wir kontrollieren ja hier oben die komplette Küste, ne? Das muss man sich ja auch mal vergegenwärtigen. Vielleicht warten wir aber noch ein klitzekleines bisschen. Nur für den Fall der Fälle, dass die Ebdani... Ja, bleibt mal nur so ein bisschen in der Nähe jedenfalls, falls er die Stadt, falls er Bordeaux angreift. Warte, ne, bleibt in Bordeaux drin, so. Und dann werde ich irgendwann mal mit ihm hier runter segeln. Und dann werde ich mal hier Narbo irgendwie plündern oder irgendwie so. Die Rebellen kann man ja plündern, das geht ja. Okay. Rekrutierung läuft und so weiter. Für den Stamm. Jetzt haben wir mal den Oswald. Ja, okay, gut. Er hat momentan die ehemalige Armee von meinem Seitenanführer. Die hölzernen Männer. Ist auch irgendwie ein blöder Name. Ups. Upsala. So. Das wird jetzt deine fette Mutter. Dann sind wir eigentlich ready für die nächste Runde. So, dann gucken wir mal. 7000 Einnahmen pro Runde sind einfach nicht genug, muss man sagen. Es langt halt nicht, ne? Und ich denke, wenn Rom nicht mehr bei mir mitmischt, dann wird das extrem problematisch werden. Weil wir dann richtig viel Geld verlieren. Wir haben einen weiteren Agenten entdeckt. Die Septimanen dringen in unser Territorium ein. Das heißt... Wir können uns dann doch bei Zeiten Aix und Provence unter Nagel reißen. Und in der Hispania ist jetzt das Christentum überall präsent. Okay. Wie kann ich euch helfen? Du wirst jetzt diese Armee behindern. Sabotage. Ein Wunder. Okay, schön. Hervorragend. Auch der schlechteste Agent hat mal Erfolg. So, Korruption untersuchen wirst du auf jeden Fall machen. Und dann greifen wir dich mal noch nicht an. Denn... Beweg dich mal hier hin. Wir haben ja noch ein bisschen was an Söldner dabei. Aha. Okay. So, das speichern wir. Denn ich möchte natürlich jetzt gerne hier den Sack zumachen, ne? Okay, sorry, ich musste hier nochmal kräftig was trinken, weil ich noch ein bisschen erkältet bin. Schauen wir mal weiter. Axtkämpfer ist okay. Ja, die Phalanxeinheiten, die sind nicht so stark.
Level 2, Level 1 Kavallerie, wenn ich mich nicht irre. Ein paar Sternschleuderer. Keine wirklich starke Armee. Regen finde ich nicht gut. Nebel finde ich auch nicht gut. Regen finde ich auch nicht gut. Und dann muss es halt im Regen stattfinden. Toll, wirklich super. Okay. Dadurch, dass wir im Wald starten, können wir unsere willigen Kavallerieeinheiten mal aufstellen. Und ich werde das Gefecht starten und pausieren und dann meine Einheiten aufstellen. Das ist ein bisschen einfacher. Und zwar bitte einmal hier. Mit den Plänklern auf der Seite. So, die Kriegshunde bitte dahinter. General bitte hierhin. Bogenschützen bitte hierhin. Und es fehlt noch die berittene Kriegsbande. Die schicken wir auf die Seite. Damit habe ich, glaube ich, alle Bewegungsbefehle gegeben. Und kann mir das mal angucken. Aha, Verstärkung. Unsere Verstärkung ist eingetroffen! Ja, ja, ich hab's gehört. Du musst nicht so laut schreien. Hier hoch, bitte. So, die Schockkavallerie natürlich. Muss sie hier oben hin. Und du musst natürlich hier hin. Die Tropfen, die Tropfeneffekte hier, die sind teilweise doch ein bisschen arg groß. Ich erinnere mich auch dran, dass es mal richtig kräftig kritisiert wurde. Was machst denn du jetzt da? Ach, du hast den jetzt aus der Front rausgezogen. Okay. Dann machen wir das gerade ein bisschen anders. Dann stopft die mal schnell mit der Einheit hier. Gut, wir schießen ja schon mal auf sie. Ja, das weiß ich nicht, ob ihr die alle tötet, aber du kannst es auf jeden Fall mal versuchen. Bereit! Kommt bereit und willig! So, und der schießt jetzt auf meine schönen Bogenschützen, ja? Wow! Die haben jetzt alle angegriffen. Okay, irgendwie waren die noch alle selected, oder was? Schön, wie man die Einheiten nicht anwählen kann, ne? Krass. Das ist echt heftig. Also die Steuerung von dem Spiel, die ist aber noch nicht wirklich ausgereift, ne? Okay, lass die Hunde los. Und das war jetzt der klägliche Versuch von mir, hier so ein bisschen DMX nachzumachen. Okay, du bitte hier hin. Wir nehmen noch die Plünderkavallerie hier rüber. Genau, grunzt du mal ein bisschen. Hallo? Hier drauf. Hallo? Auch geil. Der Feind greift unseren General an. Der schießt da ein bisschen drauf, das ist aber. Das können wir noch in Kauf nehmen. Feindliche Einheiten haben sich zusammengeschart. Bewegung!
Hier lang bitte. Dieses Gekreisch ist so schrecklich. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ich glaube, die stehen schon die ganze Zeit zu unseren Gunsten. Oh, fuck. Ja, motherfucking Speerkämpfer, ne? Weil die Einheiten auch nicht rauskommen. Bei dem schaffen die das irgendwie, bei mir schaffen die das nicht. Ja, ja, ich weiß, tötet sie, sagt jetzt mittlerweile jede zweite Einheit, ne? Weiter geht's. Unsere Männer fliehen vom Schlachtfeld. Ich weiß. Weil sich die Einheiten von ihm wieder da hinten sammeln. Der feindliche General ist gefallen. Ja, das war's jetzt. Das war's gut. Ja, bitte pausier doch mal kurz. Okay, wir machen so rum. Einheit 1. Zwei Einheiten. Eine. Und drei. Die sind schon mal weg. 9. Die machst du. 8. Die machst du. 9. Autofeuer mehr, bitte. Welche Einheit ist das? Ihr macht die. Und ihr, keine Ahnung, ihr schießt auf die, die da runterflüchten. Das müsste eigentlich gehen. So. Genau. Obwohl, warte mal gerade. 29. Schieß auf die. Ein bisschen schneller machen wir es auf jeden Fall. Okay, ab hier rüber. So, ich will ja jetzt keine Kollateralschäden mehr sehen. Steht die Einheit da hinten. Hat sich gut geworbt. So. Was ist mit den Einheiten hier? 4 und 7. Ich weiß gerade nicht genau. 7 könnte sein, dass die... Könnte fast sein, dass die dann überleben. Mach auf jeden Fall mal die hier. Tatsächlich wegen der Erschöpfung. In Bewegung, soweit noch außer dir.
Okay. Dann gucken wir uns das mal kurz noch auf der Strategiekarte an. Versuchen wir hier dein Glück. Ich glaube, der ist soweit alles weg, ne? Genau, wunderbar. Ah, Sekunde mal kurz. Es tut mir wahnsinnig leid, ich bin ja schon im Gemütlichkeitsmodus. Ich habe ja gerade vergessen, dass ich noch einen Tee in der Küche stehen hatte, den muss ich noch schnell holen. Mein Siegestee. Und wir haben die Ebdani vernichtet. Und da fällt mir gerade ein, oh mein Gott, ich habe schon ewig keinen Siegeskaffee mehr getrunken. Das muss ich auch noch irgendwann erledigen. Ich überlege gerade noch. Ja, die sind halt schon deutlich besser. Als die Burschen hier. Schließ die mal zusammen. Ich erwarte eure Befehle. Löst die mal auf. Sollten das mir zu teuer. Okay, feine Sache. Dann gibst du jetzt mal gerade noch ein paar Armeen weiter, schätze ich. Schließ sie auch zusammen. Komm, es bringt ja nichts. Also es hat keinen Wert. Man könnte sogar überlegen, ob er die komplett auflöst. Man könnte überlegen, ob man sie komplett auflöst. Auf jeden Fall. Ja, komm. Auf geht's. Nehmen wir erstmal 3. Bewegt euch. Tausche ihn da mal aus. Bewegt euch, Männer. Bewegt und warte. Euch. Obwohl, nee, der hat Erfahrung, lass mal. Bewegt euch, Männer. Bewegt euch nicht mehr, Männer. Das ist keine Garnison, du bist momentan noch im Feld unterwegs. Aber gut, der Unterschied war mir jetzt vermutlich einfach nicht klar. Ich sehne mich nach einem Kampf. Dann sehne dich mal noch ein bisschen. So. Okay. Wie sieht das hier mit Korruption aus? 20%, ne? Mach das mal. Ja, immerhin um 2% hat das zumindest verringert. Gut, wir haben jetzt keinen Kriegsgegner mehr, ne? Jawohl, alles klar, perfekt. So, nächster Kriegsgegner wäre Gallien. Die haben 2 Provinzen, wenn ich mich nicht irre. Naja, eine immerhin. Die wir haben wollen. Und Agentorate können wir vielleicht einfach nur plündern und dann irgendwie die unterwerfen oder so. Dafür hätte ich aber gerne eine sehr gute Armee, eine qualitativ hochwertige Armee, mit der wir kämpfen können. So, und hier wollte ich irgendwas haben. Genau, den Holzschnitzer wollte ich, glaube ich, haben, ne? Ja, den bauen wir jetzt auch. Schauen wir weiter, was haben wir noch? Alles okay. Wir können nochmal Holz produzieren, aber wir exportieren ja eigentlich gar nicht mehr so viel, ne?
Weil das meiste geht ja. Das meiste geht hier definitiv an unsere. Oh, wir sind eigentlich gut dran mit den sanitären Anlagen. Wir könnten die theoretisch nochmal ausbauen jeweils. Okay, warten wir mal noch ein Sekündchen. Das ist noch Militärhafen. Okay, dann machen wir hier draus jetzt mal. Machen wir Fischerei oder machen wir Handel? Wie war das in der Provinz hier? 21 Nahrung. Ja, dann machen wir doch hier raus mal die Fischerei-Sachen. Dann können wir hier noch ein bisschen die Sachen ausbauen, die Nahrung brauchen. Wobei, das ist gar nicht so viel, ne? Was braucht denn hier noch Nahrung? Der Tempel vielleicht. Aber die öffentliche Ordnung ist ja super eigentlich momentan wegen dem Statthalter. Wir bräuchten eher was, um die Hygiene zu verbessern, ne? Das schafft aber keines dieser Gebäude. Nee. Dann können wir auch die Handelspiers bauen. Weil das alles andere geht ja auf die Verarmung und auf die öffentliche Ordnung. Und da müssten wir eigentlich dran arbeiten. Dann nehmen wir hier den Wachstumserlass. Versuchen wir den zu pushen. Ja, das ist schon ziemlich geil. Also ich meine, alleine dadurch, dass die öffentliche Ordnung bei uns jetzt besser geworden ist, machen wir halt auch schon richtig viel mehr Geld, ne? Das ist schon krass. Ah, in Bordeaux will ich noch nichts bauen. Das ist mir noch ein bisschen zu heikel. Moment mal. Was war hier? Ja, komm, vorsorglich bauen wir mal die Tröge. Da, deine Main-Skills auf jeden Fall. Öffentliche Ordnung geht um 24 hoch. Nächste Runde hat sich richtig gelohnt hier. Ja, das ist schon ziemlich gut. Okay, wir gucken nochmal in die Agenten rein. Okay, ich fühle mich echt irgendwie verarscht, was die Korruption und so angeht. Da hast du die Typen schon da und es bringt nichts, ne? Ich glaube, ich muss da mal im Creative Assembly Forum fragen. Ansonsten schreibt es mir bitte drunter. Es wäre mir eine ganz, ganz große Hilfe und sicherlich auch vielen anderen Zuschauern, wenn ihr wisst, wie man damit umgeht. So, die Lugdunensis hat momentan zu wenig Nahrung. Wie viel zu wenig Nahrung? 40 Nahrung zu wenig. Das ist heftig. Aber nächste Runde wird es besser. Die gucken wir uns auch noch an. Ich brauche übrigens eine neue Kaffeekanne. Meine alte, ich habe meine Kaffeemaschine überhaupt nicht hier. Ich habe jetzt gedacht, ich hole mir so eine von, Namen der Marke nenne ich jetzt nicht, fängt mit B an und hört mit M auf. Die haben nämlich so einen, wo man den Kaffee so, das Kaffeepulver unten reinmacht und dann haben die oben so ein Metallsieb drin und das drückst du dann nachher durch und das fand ich irgendwie mega praktisch. Dann musst du nicht immer mit diesen Kaffeefiltern da rumhantieren. Das fand ich irgendwie ganz cool. Ich glaube, das hole ich mir irgendwann mal. Okay, wir haben die nächste Militärforschung fertig. Ah, ja, okay, cool. Dann sind wir da jetzt durch. Ja, sofort. Kampf auf Entfernung. Ach, scheiße, mir fehlt Geld. Nein, das ist aber blöd. Das hätte ich jetzt so gern genommen. Weil alles andere dauert nämlich jetzt relativ lange. Das ist fucking scheiße. Ja, ihr wisst, was ich meine. Da muss ich mir was einfallen lassen, aber ich kann von keinem Geld schnorren. Doch, vielleicht von den Lassika kann ich vielleicht Geld schnorren. Bitte nehmt meine bescheidene Person als Publikum für eure Bedingungen an. So sprecht. Mal, wie viel brauche ich denn überhaupt? Ich brauche über 1000er, ne? Da muss ich irgendwas plündern. Muss ich Waffenstillstand mit den Jüten kündigen und Vienna plündern. Denn ihr seid doch auch mit Gallien verbündet, oder? Und Gallien macht doch dann bestimmt in diesem Krieg mit. Aber dann kann ich auch Gallien angreifen. Dann kriege ich den Malus auf die Reputation überhaupt nicht. Hier haben wir ja eine Armee stehen. Gehen wir direkt nach Durocortorum oder so. Ist vielleicht gar nicht so schlecht.
Problem. Ne, hier oben ist eigentlich... Ja, sehr schön. Und gar nichts an Erfahrung gekriegt, ne? Super. Hat ja toll geklappt, so wie ich mir das vorgestellt hatte. Hier, plus 3 Erfahrungsränge. Erfahrungsstufen für Infanterierekruten. Ja? Da. Seht ihr es? 0. Nix. Gar nichts bei rumgekommen. Hat nichts gebracht. Die haben noch nicht mal Erfahrungspunkte. Es ist doch echt eine Frechheit. Naja, okay, gut. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, Leute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Wünsche euch alles Gute und sage, macht's gut bis dahin. Pax vobiscum. Valete.